Willi Strohband ist seit 1999 katholischer Pfarrer in Aalen. Aufgewachsen ist er in Gelsenkirchen, wo er 1958 geboren wurde. Dort hat er das Grillo-Gymnasium besucht. Ich bin gerne in die Schule gegangen. Also ich habe immer gesagt, ich wollte der klügste Mensch der Welt werden. Hat geklappt, ne? Also ne, war ich dann den Kindern immer. Ne? Ansonsten, das war eine reine Jungenschule. Ich musste viel arbeiten, weil meine Eltern Geschäft hatten. Dadurch hatte ich wenig Freizeit. Deswegen habe ich die Erinnerung. Ich habe also Hausaufgaben auch nachts erst um 11, 12 gemacht, schon seit ich 10, 11 war. In der Klasse selber war ich wohl eher so, dass ich die Leute schon versuchte, immer zum Lachen zu bringen. Also immer, wenn ich eine witzige Bemerkung oder eine witzige Bemerkung zu haben, habe ich die auch reingerufen. Und meist haben die auch gelacht, ja. Und die Lehrer fanden das wohl auch nicht so schlimm, dass sie mich diszipliniert hätten. Also ich durfte das dann auch. Von daher haben sie wohl mitgelacht. In der Wannestraße 88 in Gelsenkirchen hatten seine Eltern ein Lebensmittelgeschäft. Nach der Schule stand er im Laden hinter der Kasse. Wenn so die Hälfte stimmt von dem, was meine Brüder erzählen, muss ich die immer schwer geärgert haben. Ich glaube das aber alles gar nicht. Ne? Ansonsten, weil ich habe wenig Kontakte gehabt, weil ich ja keine Zeit hatte, weil ich ja arbeiten musste. Ich musste sofort nach der Schule immer nach Hause. Da war ich bis 6:30 im Geschäft. Ein kleines Lebensmittelgeschäft. Das war schon Selbstbedienung mit einer Obsttheke und einer Wursttheke. Und ich stand an der Kasse, habe den Leuten das Geld abgenommen. Und das hat mir vielleicht für später geholfen, also ein bisschen kommunikativ zu bleiben oder zu werden. Ne? Man musste ja auch immer reden mit den Leuten. Ne? Und wenn da so die älteren Damen und Herren kamen, ich habe immer mit denen gequatscht, ohne Ende eigentlich. Schräg gegenüber dem Laden seiner Eltern befand sich eine Kirche. Die Kirche spielte in seiner Jugend keine große Rolle, dennoch entwickelte sich eine starke Gottesgewissheit. Ich habe immer geglaubt, dass es Gott gibt. Mit Kirche hatte ich nicht so viel zu tun. Seit ich 9 war, war ich nicht mehr in der Kirche gewesen. Aber ich habe immer gewusst, Gott gibt es und geglaubt, das war gar keine Frage. Und als ich das dann erlebte, habe ich gedacht, ach, wenn Kirche so weit ist, sowas alles zuzulassen, dann kann ich vielleicht auch Rallye-Lehrer werden. Neben der Liebe zu Gott verbindet ihn auch eine große Liebe zu einem Fußballverein. Von Zeit zu Zeit findet der Verein auch Einzug in seine Predigten. Mein Papa nahm mich schon in der ersten Bundesliga-Saison mit ins Stadion. Da war ich 6 und die Bundesliga war gerade erst gegründet, 63, 64. Da bin ich natürlich, dabei bin ich geblieben. Bis heute habe ich eine Dauerkarte auf Schalke. Gelsenkirchen war wie Aalen eine Bergbaustadt. Gastarbeiter und die typische Bergbauarchitektur prägten das Stadtbild. So wurde Aalen schnell sein neues Zuhause. Ich fühlte mich von vornherein hier wohl, weil ich das Gefühl hatte, ich komme nach Hause. Weil Aalen ist also die Schnittstelle zwischen Münsterland und Ruhrgebiet, würde ich sagen. Und so wie es im Osten zum Beispiel aussieht, so sah es bei uns in Bulmke-Hüllen aus. Und mittlerweile hier, so wie es im Westen ist, so mit den Bauernschaften, das habe ich lieben gelernt in den letzten 25 Jahren, seit ich im Münsterland bin. Und von daher ist das hier das Perfekte, der perfekte Ort Aalen. Ich habe nämlich beides hier. Ich habe Ruhrgebiet und ich habe Münsterland und die unterschiedlichen Menschen und 99 verschiedene Nationen, so wie das bei uns in Gelsenkirchen auch war. Deswegen fühle ich mich so wohl hier. Wir wohnten in einer Siedlung, wo es ganz viele Muslime gab, also viele Menschen, die arbeiteten, die aus der Türkei kamen. Damals hieß das ja noch Gastarbeiter. Die arbeiteten bei uns an der Zeche. In Bulmke-Hüllen gab es eine Zeche. Und da lebten die in unserem Bezirk und kamen eben viel auch einkaufen. Und auch mit denen habe ich mich viel unterhalten und habe damals mich schon immer gewundert, dass da sonst kaum jemand redete mit ihnen. Das fand ich damals schon schade. Wir leben in einer naturwissenschaftlich geprägten Welt. Das Weltbild der Kirche spiegelt nicht mehr die Sicht der heutigen Gesellschaft wider. Die Besucherzahlen der Gottesdienste ist Beweis dafür. Wie immer hinkt die Kirche dem Zeitgeist hinterher. Es hat lange gedauert, bis die Kirche die Erde als Kugel akzeptiert hat. Wie lange wird es dauern, bis die Geistlichen verstehen, dass die Gottesdienstform, die Inhalte und die Sprache der heutigen Zeit angepasst werden sollten? Diese Ahnung von Gott zu haben, das finde ich schon mal gut, dass man so eine Ahnung hat, da gibt es mehr hinter den Dingen, als eben das, was man
anpacken kann, so ein Stuhl oder so ein Tisch oder so, ne? Diese Ahnung zu haben. Für mich gehört das eben alles so zusammen, dass jeder versucht, das zu leben, was er von Gott, von der Bibel verstanden hat. Und jeder wird anders christlich leben. Und davon bin ich überzeugt. Ich glaube auch nicht, dass es zwei Menschen gibt, die ganz gleich glauben. Das ist, glaube ich, schwierig. Ich denke, dass man sich vielleicht einigen kann, ich glaube an Gott. Aber wenn man schon Gott beschreiben sollte, dann wird es schon problematisch, ne? Und alles andere. Aber trotz alledem, trotz dieser Unterschiede, trotz dieser unterschiedlichen Vorstellungen, gibt es eben doch viele Menschen, die sagen, wir können miteinander unser Leben, unseren Glauben feiern. Das ist schon gut. Der Pfarrer, der Lehrer, der Arzt und der Polizist waren von Berufswegen eine Autoritätsperson. Nach den 1968er Jahren verloren diese Berufsgruppen ihre natürliche Autorität. Einige Geistliche haben den Wandel noch nicht akzeptiert. Sie bestehen auf Hierarchien und äußerliche Statussymbole wie die Anrede Sie und den Talar. Sie empfinden sich als kluge Hirten, die die einfachen Schafe auf den richtigen Weg führen müssen. Willi Strohband ist da anders. Da kam Georg, der kam in die Runde und sagte, so, ich muss euch jetzt was erzählen. Der war gerade 2 Jahre Kaplan in Wattenscheid, also Priester in Wattenscheid. Sagte er so, ey, ich kann's nicht begreifen. Also ich fühle mich richtig wohl in Wattenscheid und es geht mir gut und ich glaube, die Leute können mich auch leiden, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwo bin, eingeladen, selbst mit den Leuten, mit denen ich befreundet bin, habe ich dieses Gefühl, dass die immer den Priester in mir sehen. Also ich komme dahin und bin immer der Priester. Und das hat ihn richtig belastet. Und mich erst, als ich das hörte, habe ich gesagt, oh, das darf nicht wahr sein. Wenn ich mir vorstelle, ich arbeite irgendwo und jeder sieht immer gleich den Priester in mir. Und da habe ich gedacht, das will ich nicht. Also die dürfen den Priester in mir sehen, aber nicht, dass das so im Vordergrund ist. Ich will schon Mensch bleiben. Und dann habe ich tatsächlich damals dann immer wieder überlegt, wie kann man das verhindern. Ob das nötig gewesen wäre, gut, jeder Mensch ist auch anders, ich bin sicher auch anders als Georg. Habe ich dann gedacht, also ich werde die langen Haare lassen. Ich trage normale Kleidung und ich lasse mich duzen von jedem. Ich habe immer gedacht, wenn die Kinder mich duzen oder wenn die zu Hause von Willi erzählen, kann die Oma nicht so schnell von Pfarrer Strohband reden oder so. Oder vom Herrn Pastor. Das versuchen wir vielleicht am Anfang, aber das wird sich nicht durchsetzen. Ja, und das hat sich bewährt. Und das fand ich auch gut. Also wenn die mich Willi rufen, finde ich das gut. Weil die wissen ja trotzdem, wer ich bin. Auch wenn ich im Kindergarten bin, wissen die schon, dass ich aus der Kirche bin. Das ist schon so. Und ich kann jetzt, sie wissen, dass ich denen von Gott erzähle, von Jesus mit ihnen. Gottesdienste feiere auch im Kindergarten. Aber die brauchen jetzt nicht unbedingt so diese, ja, was vielleicht früher so, diese Ehrfurcht oder so. Oder ich kann mich noch erinnern, man musste immer so einen Diener machen oder die Mädchen so einen Knicks, wenn der Pastor über die Straße kam oder wenn man an ihnen vorbeiging. Ne? Also das wollte ich nie. Die katholische Kirche unterscheidet sich von der evangelischen unter anderem im Umgang mit den Themen Homosexualität und Wiederverheiratung. Das ist ein Problem, das die Kirche anpacken muss und da sind die auch auf dem Weg. Da gibt es ja sogar Bischöfe, die überlegen, wir müssen dann doch vielleicht auch mal doch im Einzelfall immer gucken, den Einzelfall auch anschauen, dass man nicht generell sagen kann, so geht das nicht, ne? Also dass man generell nicht nochmal heiraten darf. So kann man eigentlich nicht leben, man kann die Leute nicht einfach alleine im Regen stehen lassen, in Anführungsstrichen. Bei einer Scheidungsrate von in Deutschland 50% und in den anderen Industrienationen ist das ähnlich. Denn wenn ich wieder verheiratet geschieden bin, dann ist es so wie so eine Sünde, aus der ich gar nicht mehr rauskomme. Wenn ich jemanden töte, also dann kann ich das beichten und nach einer entsprechenden Buße wird mir dann die Absolution erteilt, aber wenn ich wieder verheiratet geschieden bin, ist es wie eine Sünde, die nie aufhört. Das ist ein Problem. Und wir können die Menschen nicht so in dieser Sünde lassen. Ich glaube nicht, dass das im Sinne Jesu wäre. Die Kirchenbesucherzahlen sind stetig zurückgegangen. Nur an kirchlichen Festtagen wie Ostern und Weihnachten sind die Kirchen noch voll. Ein Teil der Geistlichen sieht die Ursache im Zeitgeist. Die eigene Verantwortung wird nicht gesehen.
kann man aufgrund der wenigen Kirchenbesucher sagen, dass der Glaube an Gott in unserer Gesellschaft keine Rolle mehr spielt? Nur weil man nicht in die Kirche geht, heißt das ja nicht, dass man nicht glaubt. Das kenne ich aus eigener Erfahrung als Jugendlicher. Wenn mir das einer vorgeworfen hätte, du glaubst gar nicht, hätte ich den ausgelacht. Ne? Weil für mich war ganz klar, ich brauche diese Kirche nicht. Also unser Sprichwort damals, oder unser Wort, Jesus ja, Kirche nein, ne? Das ist aus den 60er, 70ern, das habe ich dann auch gelebt. Ne? Das würde ich auch heute sagen, würde ich jetzt nicht mehr unterschreiben. Ne? Aber wenn das jetzt jemand so sagt, dann muss ich erstmal davon ausgehen, dass er das ernst meint. Ne? Und wobei ich glaube, dass es einfacher zu glauben ist in der Gemeinschaft und auch mit sich zu treffen, mit anderen Menschen und den Glauben miteinander zu teilen. Die Frage bleibt natürlich, was können wir dagegen machen oder was können wir dafür machen, dass mehr Menschen ihren Weg zurückfinden in die Kirche. Aber es gibt eine Statistik, seit den 50er Jahren, seit Ende der 50er Jahre geht der Kirchenbesuch 1-2% zurück jedes Jahr. Also es fing also schon sehr früh an, auch schon vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das heißt, es soll jetzt nicht beruhigen oder so. Man kann schon Gedanken sich darüber machen. Aber die Menschen glauben im Moment jedenfalls, ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das wieder irgendwann anders. Also dass man jeden Sonntag in die Kirche geht, ist für viele Menschen nicht mehr die Norm. Aber diese vollen Kirchen, die wir im Rahmen der Volkskirche hatten damals, also vor 100 Jahren zum Beispiel oder so, oder auch vielleicht noch vor 60 Jahren, die werden wir so schnell auch nicht mehr so kriegen. Also wenn ich mich umgucke in der Kirche, da haben wir hier in Aalen so wie bundesweit so 7-8%, die noch in die Kirche gehen. Ich glaube, bundesweit gehen 10. Und das sind natürlich viele so mein Alter aufwärts, aber längst nicht alle. Denn wenn alle Menschen über 60 in die Kirche gehen würden, dann wären die Kirchen auch schon noch viel voller. Das ist also auch nicht mehr so. Wobei die Statistiken sagen eindeutig, dass auch in Deutschland der große Teil der Menschen an irgendetwas glaubt. Und da ist dieses Wort von der Patchwork-Religion. Ich suche mir aus allen verschiedenen Religionen irgendwas aus, was mir gut tut. Andere sagen, oh, die suchen sich das Beste von. Aber das glaube ich gar nicht. Wenn ich was glaube, dann muss mir das auch gut tun. Das würde ich als Christ ja auch sagen. Ich bin Christ, weil ich die Ahnung davon habe, dass es für mein Leben ganz interessant und sinnvoll ist, dass Gott mich begleitet. Und die suchen sich dann eben aus dem Buddhismus was raus, aus dem Hinduismus vielleicht, aus irgendwelchen Naturreligionen, vielleicht auch noch aus Krieg der Sterne, möge die Macht mit dir sein oder sowas, oder aus Herr der Ringe. Ne? Das kann man natürlich dann sagen, oh, das ist aber völlig schräg. Aber die Menschen, die das machen oder die sagen, nee, das ist für mich genau der richtige Weg, ich kann denen ja nicht jetzt vorwerfen, ihr seid ja völlig dumm oder bescheuert oder ihr glaubt nicht richtig, wenn das für sie ihr Weg ist. Ich glaube ganz sicher, es gibt Gott und freue mich auch, ich glaube auch, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und da bin ich gespannt drauf. Da habe ich nämlich, ich habe so viele Fragen an Gott und da bin ich gespannt.